Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zu diesem Video, wo ich mit euch nochmal so ein bisschen auf den, ja, nicht direkt auf den Konflikt, sondern auf die Art und Weise, wie unsere Bundesregierung damit umgeht, ja, mal ein bisschen eingehen möchte. Ich werde euch hier drunter einen Artikel verlinken, in dem also der Herr Seibert im Namen von Frau Merkel, das kennen wir ja auch schon mittlerweile, nun also sein Bestes zum Tage gibt und halt sagt, ja, sich im Endeffekt darauf, fokussiert, dass ja antisemitische Demonstrationen in Deutschland nicht erlaubt wird. Also wenn jemand für Frieden auf die Straße geht, der hat zwischen Israel und Palästina gewünscht, gefordert oder erbeten wird, dann ist dieses eine antisemitische Handlung, finde ich jetzt ein bisschen fraglich, dieses Vorgehen. Natürlich ist es nicht zu rechtfertigen, wenn es zu gewalttätigen Eskalationen kommt. Wenn es zu Anfeindungen gegenüber bestimmten Gruppen kommt, da ist egal, ob es links, rechts, Semiten, Nicht-Semiten oder wer auch immer sind, Gewalt und solche Anfeindungen sind in keinster Art und Weise zu begünstigen, zu begrüßen oder gar zu unterstützen. Das ist ganz klar gesagt an dieser Stelle. Nur ist es auch so, von Palästina das Vorgehen wird in Augen der Bundesregierung als Terror dargestellt. Dann frage ich mich, was sind die Luftschläge von Israel? Also es ist das eine, ob man mit Raketen schießt, und es ist das andere, ob man Flugzeuge einsetzt, die entsprechende Attacken fliegen, Bodentruppen, die mit Artillerie auf ein Gebiet schießen, oder Panzer, die auf ein Gebiet schießen. Auch das sind nicht gut zu heißende Maßnahmen in einem Konflikt, der seit Jahren, Jahrzehnten schwelt. Und wie wäre es, wenn man da ansetzt, mal diese Konfliktgrundlage, sich darum zu kümmern, dass man die vom Tisch bekommt. Herr Seibert, an dieser Stelle eine kleine Nachhilfelektion, falls Sie nicht in der Schule gewesen sein sollten oder da nicht aufgepasst haben. Nehmen Sie mal eine Bibel zur Hand, schlagen Sie dort die Landkartenseiten auf und gucken Sie mal, was in dem Bereich um Gaza, Jordan und so, wie diese Ländereien auf dieser Karte bezeichnet worden sind. Und vielleicht stellen Sie sich dann nochmal die Frage, woher dieser Konflikt eventuell, ja, wo der eventuell herkommen könnte. Das ist eine Frage, die sollten Sie sich dann mal stellen. Und dann sollten Sie vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, ob man da nicht vielleicht eingreifen könnte. Und zwar nicht unbedingt, indem man Waffensysteme, U-Boote oder ähnliches liefert, sondern indem man vermittelnd einsteigt und versucht, dort eine Lösung zu finden, die für beide Seiten zum Frieden führen kann. Das wäre mal ein geschickter Schachzug der Bundesregierung und nicht das permanente Darstellen als Terror, wenn man die Ursache des Konfliktes nicht benennt. Jeder kann die Ursache des Konfliktes selber binnen weniger Minuten auf Google, Wikipedia und ähnlichen anderen Seiten ganz schnell finden und nachlesen, woher dieser Konflikt rührt. Und das sollte meiner Ansicht nach mehr in den Fokus gerückt werden. Ähnliches verhält sich das in anderen Situationen. Man muss den Ursprung dieser Konflikte betrachten und dann fragen, was kann man machen, um diesen Konflikt beiseite zu legen. Das gleiche gilt für die Krim, das gleiche gilt für die Ukraine, für Kosovo und so weiter. Guckt auf die Ursache der Konflikte und versucht da anzusetzen, da Lösungen zu finden. Die Lösung ist nicht immer, Flugzeuge, Panzer oder Truppen zu schicken. Es ist auch nicht immer die Lösung, mit Raketen zu schießen. Auch das muss jedem klar sein. Es kann aber nicht der Dauerzustand werden, dass solche Vorgehensweisen permanent, wenn auch mit zwischenzeitlichen Waffenruhen und so weiter, durchgefochten werden. In dem Sinne, meine Lieben, schreibt mir gerne eure Kommentare unten dazu, was ihr dazu denkt, wie ihr das Ganze seht. Würde mich auch interessieren, ob euch bewusst ist, woher dieser Konflikt rührt. Und das würde mich einfach mal interessieren, ob ihr das wisst. Und wie ihr generell dazu steht. Das Verhalten der Bundesregierung, lest euch den Artikel bitte durch, wo es wirklich explizit um die Geschichte Israel-Palästina geht. Finde ich persönlich ein bisschen einseitig, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten, euer Mike.